Schwaches Eigenbau ja. Der Baumesser für Stufe 4 ist hier. Ja, nimm mal mit. Kann ich nicht. Dann lass liegen. Ich bin schon voll. Ja, das darf ich nicht. So mit Waffen und so. Da hinten soll ich jetzt hinkommen. Ach du Schreck. Es hörte sich gerade an, als wollte mir der Zombie einen Witz erzählen hier. So auf Sims-Manier. Jamatutia! Ich komme doch heute noch irgendwann hin, ich sag dir das, ich schaff das. Warum gehst du die falsche Seite im Pool rum? Komm doch die richtige Seite rum. Bleiben Sie ruhig, alles wird gut, ich hole Hilfe. Ja, genau, warte mal, Items. Lassen Sie mich, Arzt, ich bin durch. Wie, was, wann? Hier drinne? Ja. Come here for a second. Ja, ich komme mal her für eine Sekunde. Okay, listen, there's this tall hombre that owes me some money. Mucho dinero. Ach, die Quest. He came down with whatever this infection is and pay me what he owes me in exactly his first priority. I'm thinking his money's inside his bungalow. But I need the key to get in there. It's not like the poor hijo de puta needs it anymore. Hey, listen, if you get me the key, we'll split the cash. Deal? Ja. I'll do what I can. Good, good. Listen, he's hard to miss. Very tall. Ich glaube, den haben wir gerade umgenietet. Get back here as soon as you have the key, all right? Ich glaube, den haben wir schon umgenietet. Ich glaube auch. Egal, dann nieten wir halt nochmal um. Wenn er dann nochmal spawnt. Natürlich. So natürlich ist das nicht. Oh, hier ist einer. Ach, das bist ja du. Okay. Na, du Hallo. Arsch. Da kommen wir nicht rein. Hallo, mein Freund. Hey, mein Freund, wie die Sunglasses? Was? Sag bloß, du kennst nicht diese alte KitKat-Werbung. Wo der Papagei dann sagt, du nee, Sunglasses? Nein, die kenne ich nicht. Okay. Aber ich kenne die alte Snickers-Werbung mit Batman. Die kennst du wieder nicht, ne? Nee. Ich komme nicht raus, wir sind gefangen. Verdammt. Kennst du die echt nicht? Wo der Footballspieler da volle Kanne 1 über die Möhre kriegt, mitten auf dem Feld, wird dann an die Seite getragen. Ja. Und der Trainer kommt zu ihm hin. Weißt du, wo du bist? Ja, ich bin im Stadion. Weißt du auch, wer ich bin? Hey, Trainer! Weißt du auch, wer du bist? Ich bin Batman! Das ist so klasse. Dann kommen irgendwie 2, 3 Werbungen, kommen dann noch dazwischen. Und dann kommt die Szene nochmal. Sitzt dann einer neben ihm. Hey, ich bin Batman. Willst du mein Sidekick werden? Das ist nur klasse, die Werbung. Die ist auch locker schon 20 Jahre alt. Das glaube ich. Ich kenne sie mich nicht. Ich bin 22. Alleine dieses am Anfang. Ich bin Batman. Dieses Vollüberzeugung. Das ist so klasse. Oh Mann. Hier warst du vorhin im Klo, ne? Ja, da war ich. Genau. Da gab's das Messer unten, das eine. Das andere auch. Und das... Oh, tschüss. Kick it like Beckham. Platsch. So, hier sollte er ja eigentlich jetzt... Da ruckelt er was. Ich meine, das ruckelt hier die ganze Zeit so leicht, aber... Das liegt wohl eher an meiner Bandbreite, glaube ich. Ja, ich glaube, den hat's... der kommt wohl nicht mehr. Hier war das ja, ne? Ja, ich glaube, der ist tot. Ja. Ich glaube, die Quest hat sich erledigt. Ja, noch, aber wir kommen ja hier später nochmal vorbei. Du warst das, der mir hier gerade entgegenkam. Da röchelt mir doch schon wieder einer ins Ohr hier. Tok, tok, tok. Good on you. Neues Upgrade, beziehungsweise Aufstieg und so weiter. Was nehmen wir denn hier mal so Schönes? Ich glaube, ich mache jetzt mal Einbrecher Stufe 3, damit wir die letzten Lockpicks auch noch picken können hier, wie die Wilden. So, jetzt kann ich sämtliche Kisten aufmachen. Und du? Du bist nicht da. Warte mal kurz. Ich warte kurz. Ih, fliegen. Ich glaube, wir kümmern uns jetzt mal um die nächste Quest, oder? Was machst du? Ja. Ich verteile Punkte. Warum? Ach, Punkte, Mehrzahl auch noch. Ja, ich habe halt die ganze Zeit nichts verteilt. Eieiei. Hier drin. Lass die Quest verfolgen. Was soll hier drin sein? Die Quest. Was sollen wir finden? Keine Ahnung, jetzt hat sich der Questpunkt gerade verschoben.
Okay, ach so, ja, wir sollen den Typen suchen. Ach, suchen sollen wir ihn, okay, dann suchen wir mal. Ich renne jetzt einfach mal hier den wilden Punkten hinterher. Ja, das wäre eine Idee. Oder erstmal nach unten. Ach, hier unten war der, genau, hier in dem Scheißhaus steckt der. Da knurrt was. Hinten links, rechts. Warte kurz, Idee. Idee? Ich gehe da mal hinter dich, du hast doch wieder irgendwas Explosives vor. Ich ja, der hat wieder was Explosives vor. Du brennst. Nein, ich brenne nicht, sieht nur so aus. Ja, der hält mehr aus, habe ich das dumme Gefühl. Oder auch nicht. Dass der Safe-Schlüssel das ausgehalten hat, das ist ja... Zurückkehren zu Omar. Oh, hier ist eine... Hehe. Hinfälliger Stock. Stufe 6. Ist aber schlechter als das, was ich hier schon hab. Na gut, kein Wunder. Was kann ich denn mal wegschmeißen? Hinfällig Stock. Fallen lassen. Und den nehmen wir mit. Schaden kann's nicht. Ein bisschen die Waffen durchwechseln hier. Ganzen Blödsinn. Jetzt steht er hier wieder quer in der Gegend. Was? Ja, du. Kann ich wahr? Hier müssen wir lang. Hier sagt er, wir müssen hier lang. Sollst du dich immer prügeln? Das ist ja fürchterlich mit dir. So, die liegt auch. Ja, genau das. Du rennst in die falsche Richtung. Ja, ich weiß ja nicht, wo zeigen deine Punkte hin? Die andere, genau entgegengesetzt. Okay. Ah, ich verfolge die falsche Quest. Das ist natürlich gut möglich. Was war das? Warum schreist du? Weiß ich nicht. Weil du es kannst, oder warum? Ich hab nicht geschrien. Da kam... Rah! Eben. Kam von dir? Nicht von mir, von dem Charakter bestimmt. Oh, alles plünderbar. Ja, dann plünder mal. Alles plünderbar, dann plünderbar, ja. Genau. Sogar dichter. Ist ja plünderbar, wunderbar. Ja, ist ja fast dasselbe. Tü. Der prügelt er sich schon wieder da hinten. So, ich muss jetzt erstmal die Waffen durchwechseln hier. Ausrüsten. Mach das mal hier. Und den hier, der ist kaputt. Und der ist kaputt. Und wenn ich hier alles für kaputten Scheiß hab hier. Fallen lassen. Fallen lassen. Auch fallen lassen. Teil kannst du später noch verkaufen. Oh, ich habe neue Slots frei. Hast du auch neue Slots frei? Nee. Ich habe jetzt 4 Slots. 4 Waffenslots. Tü. Ja. Wir gehen den Punkt nach. Keine Umwege. In der Gruppe bleiben und schön deine Hände festhalten. Genau. Das Buddy-System hier werden wir jetzt hier einführen. Ja. Ich denke, wir wollten ein Händchen halten. Bleib doch mal stehen hier. Ich hab Angst. Nein, vergiss es. Schlägt es vor und hält sich selbst nicht dran. Das war ein Spaß. Heieiei. In einer Zombie-Apokalypse macht man keine Scherze. Natürlich. Ach stimmt, da war ja was. Es daran, sich zurückzuhalten und nicht begeistert zu sein. Ja. Let's keep moving, amigos! Bleib mir Bewegung, amigo. Was denn du? Mit dem Herrn. Wo ist jetzt der Safe? Der war Weiß ich nicht. Suchen, plündern. Hallo? Safe. Ich schätze mal hinter dem Bild. Ah, wie aufschlussreich. Warum braucht der einen Schlüssel? Ich meine, ich habe ein Brecheisen. That's it! Yes! Muchas gracias, amigos! Alright, here's your cut! Okay, vielen Dank. So, und jetzt gibst du mir auch den Rest des Geldes, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Geht nicht. Verdammt. Red mit ihm. Das geht? Amigos, I hear there are more survivors at the lifeguard tower.
Can you help me get there? If you do, I'll give you this weapon. Ah. One shot takes down a mob of those pendejos. Was sind denn Pendejos? Arschlöcher sowas. Okay. Ja. Gracias. We better go, huh? Über dem kriegen wir jetzt eine Peng-Peng. Eine Peng-Peng, das ist ja toll. Die erste Peng-Peng in diesem Spiel, glaube ich. Jetzt haben wir bisher immer hier nur Rumsbums und Schnippschnaps, jetzt haben wir gleich auch Peng-Pengs. Das ist ja... Da brüllt doch einer. Keine Ahnung. Da kommt er. Und da hat er... Diese Begleitquest, die finde ich in jedem Spiel immer dermaßen nervtötend. Weißt du, man astet sich einen ab und die schleichen hinterher. Das ist in jedem Spiel. Was denn hier so schick ist? Messer. Ich hab's mir mit stumpfen Waffen. Ich bergziege mich hoch. Nein, ich bin durch den Schirm gefallen. Du bist runtergebergziegt. Hattest du das nicht auf der ZA auch mal gesagt zu irgendwas? Huch. Ja. Huch! Hi! Warte, ich hab hier im Wasser gerade Probleme. Der Typ rennt weg. Kann ich nicht allein lassen. Wo ist er denn hin? Ach, da hinten rennt er. Tock! Hier ist einer mit ohne Arme. Keine Arme, keine Kekse. Ja, weißt du, jetzt, wo die Gegner kommen und man die erst besiegen muss, jetzt flitzt er. Ja. Huch. Hier geht's runter. Und jetzt schleicht er wieder. Oh, man. Jung, lauf voraus hier, wie Oma. Oma. Das ist eigentlich für die Kinder gedacht, nicht für dich. Klettergarten hier. Hüpf. Oh, so. Also, jetzt wetten mal, geht nicht links die Treppen hoch, sondern hier vorne lang. Wetten mal. Siehst du? Ja, immer Vielleicht den. Kommt wieder irgendeine Scheiße. Immer den langen Weg nehmen. Gibt's ja auch ein Lied drüber. Take the long way home. Yeah, wir haben's geschafft. Alle Türen offen lassen. Gracias. Hey, I always remember my amigos. Yeah. Schön. Ja, Stufe 10, ne? Ja, am Boden liegt der Miner, den kannst du auch mitnehmen. Oh, das ist schön. Nehmen wir den noch gleich mal mit. Du bist mit Schusswaffen besser dran. Ich glaube auch. Verformter Revolver. Naja. Dafür muss ich aber erstmal Stufe 10 haben. Und das, guck mal hier, das Auto ist da. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen was reparieren hier, glaube ich. Reparieren. Da. Die wollen wir mal reparieren. Die wollen wir auch mal reparieren. Und das Brecheisen werde ich auch nochmal reparieren. Es müsste eine Taste geben, alles reparieren. Das wäre wesentlich einfacher, denke ich. Mit Top-Ausrüstung wird hier das Haus verlassen. So. Jetzt gibt es hier noch Quests, die wir noch nehmen können. Warte mal, ich gehe erstmal zum Händler und verkaufe ein paar der Messer. Aber das ist überhaupt eine Idee, den ganzen kleinen Schrott hier erstmal wegbringen hier. Was bin ich froh, wenn wir nachher die andere haben, die uns den ganzen Kram da aufbewahren kann. Bin ja so ein Jäger und Sammler in der Hinsicht. Ich hab hier noch eine kraftlose Eigen... Ach nee, das ist sein Inventar. Nee, das ist mein Inventar. Nee, ist das seins oder meins? Ich weiß es nicht. Zuckerstock? Nee, das ist seins. Ich möchte ja was verkaufen. Da war ja was. Standardmäßigen Stock, den werden wir mal verkaufen. Jetzt kann man... Also das ist das Tolle an der Zombie-Apokalypse. Man kann einen Stock verkaufen und kriegt da $23 für.